So. Ja, ich hab oben geschlafen. Da war es ein bisschen härter. Wisst ihr? Weil das ist ja nur was für Weicheier hier unten. Ne? Also ich brauchte eher die andere Version, deswegen. Versteht, ne? Wir haben dummerweise die Tür aufgelassen. Glaube ich, keine gute Idee, wenn nämlich. Ja, wir haben ja oben geschlafen. Okay, ja, dann relativiert sich wieder alles. Sag mal, sollte man hier vielleicht eine Flagge? Oh, tatsächlich. Hey, you're catching on quickly. Oha. Nice place, right? You won't find a soft bed in many parts around here. Don't forget to stock up before heading out. Aha. Oha. Ist jetzt hier drin auch was anderes? Nee, ne? Haben Sie jetzt oben If you das ever need a place to rest, there's a cabin in each outpost. I had them gutted and redone last season. Ach, tatsächlich. Traumhaft. Hey there, you know that guy I mentioned earlier, Hope? Huh? Well, looks like he's been having a bit of a problem lately. Huh. He's been camping out over at Balmont a couple weeks, but coming back last night, he found his camp turned on its head. Some food was taken, and apparently the place looked like it had been really messed with. I don't know if it was an animal or some tourist troublemakers, but I'm up in Topeka all day and can't look into it. Listen, I know you probably have other plans, but you're in the right neck of the woods, and I'd sure be grateful if you could just stop on by and have a look. Ui, nee, eigentlich, boah, ich habe eigentlich keine großen Pläne. Deswegen. Hope showed up here 2 years ago. Said something about getting off the grid. I heard he lost his family in an accident while he was deployed overseas in the army. Hit the poor guy hard. I guess out here you only need to look out for yourself. It's easier that way. Not the most cheerful fella, to be honest, but he's earned his peace for sure. Let's find out whoever did this. Ein Kriegsveteran. Ja, dann wir mal schauen, die Spuren von Hopes. Sollen wir untersuchen? Müssen wir mal schauen. Ist in Ordnung. Wollen aber kurz mal schauen, was wir hier haben. Jedenfalls haben wir hier ganz schön was gebaut. Innerhalb von. Achso, halt. Respect our facilities. Our hunting reserve. Dangerous cliffs. Aha. Also hier gibt es anscheinend nichts, aber ich. Hier eventuell. Ausrüstungsstock. Okay. Hier könnte man eine neue Waffe. Also wir können es nicht, aber. Die haben wir, oder was? Im Besitz. Okay. Die anderen kriegen wir noch nicht. Da bräuchte man irgendwas. Was weiß ich. Okay. Also Zeitzimmer, das interessiert eigentlich noch wenig, ne? Pistolen hätten wir noch. Aber da brauchen wir jetzt keine neue. Nein, wir können uns sowieso keine kaufen. Eine Schrotflinte, aber brauchen wir auch erstmal nicht. Ein Bogen, ja. Ein Bogen werden wir uns auf alle. Hier hätten wir Geschosse. Munition. Fürs Gewehr. Was haben wir denn zur Zeit? Wie viel Munition haben wir denn noch? Wo steht denn das? Wo
Ich schau mal bei kompatibler. Achso, nee, hier. Kompatible Gegenstände. Aha. Wie, wo? Ach, hier. Wir haben, ach, wir haben ein Zielfernrohr. Wir könnten uns hier was kaufen. Okay. Wo steht denn das, wie viel wir noch Munition haben? Das sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht. 440? Haben wir 440 Schuss? Kann das sein? Oder haben wir 20? Haben wir jetzt 20 Schuss? Kaliber? Oder wie kann ich... Ne, 270. Okay. Haben wir jetzt 20 Schuss? Kann das sein? Kann durchaus sein, ne? Lock mit... Nee, erstmal nicht. Ja, können wir auf alle Fälle... Aber erstmal nicht. Was hätten wir hier im Lager? Das hier in unserem Schrank. Das im Inventar. Aha. Hier hätten wir eine 270er. Könnten wir austauschen mit der Range. Wäre Quatsch. Mit der könnten wir es mal austauschen. Wir könnten die auch mitnehmen, davon abgesehen. Ach, 45 haben wir jetzt, ne? Aha. 45 Schuss, so wie es aussieht. Aha. Wir haben eine Tragekapazität. Ist in Ordnung. Warte mal, unsere Kleidung... vielleicht mal anpassen. Nee. Können wir die anpassen? Nee, ne? Nee. Die Kleidung, da gibt's nichts. Erstmal noch. Kein Rucksack haben wir. Müssen wir uns kaufen, ne? Okay. Was haben wir hier noch? Ach, hier könnten wir uns tatsächlich was kaufen. Nee, erstmal nicht. Was kostet denn sowas? Nur mal was Geld. Können wir das einfach so anfordern? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das kostet was. Wäre gut, ne? So. Schön. So, jetzt schauen wir auf unsere Karte. Oh, nee, wir wollen erstmal diesen Point of Interest hier. Den würde ich doch gern mir mal anschauen. Der ist ja nun wirklich nicht weit, ne? Was mag das für ein Point of Interest sein? Hm. Oh. Irgendein... Hm. Schwierig zu sagen. Irgendein Vehikel? Eigentlich brauchen wir uns den Wegpunkt gar nicht zu setzen, oder? Ach nee! Das ist eine Axt.
Vielleicht bekommen wir noch. Wir können uns hier was bauen. Ein Hochsitz. Oha. 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 Aber ich glaube, da können wir ewig sitzen. Ich glaube, da sitzen wir morgen noch. Seht ihr irgendwas von Interesse? Nö, ne. Warte mal, da drüben, was sind das? Was sind das da drüben auf dem Feld? Ist das Wasser? Ah, das ist Wasser. Das ist wie so ein kleiner bewachsener See oder Sumpf beinahe, ne? Ja, obwohl, die haben doch gesagt, diese komischen Wildtiere da, die, ach, diese Edelhirsche da, wie heißen die? Ach, warte ich schon nochmal. Moment. Moment, ich sag's euch gleich, damit wir ein bisschen über die heimische, also ist ja nicht unsere heimische. Ach, da, hier, Weißwedelhirsch oder Schwarzwedelhirsch, ne? Schwarzwedelhirsch vor allen Dingen auch. Jetzt geht die Sonne dann doch gleich unter, ne? Aber dass hier jemand vorbeikommt, halte ich beinahe für ein Gerücht. Man braucht mal ein bisschen Geduld, ne? Kann ich mal ein Bier aufmachen? Ein Budweiser. Mich aber wahrscheinlich dreimal auf dem Klo. Das ist bei den Bieren dazu. Da muss man mehr auf dem Klo. Und ihr wisst, kein Alkohol, wenn man eine Waffe hat. Oh, schön. Was war denn das für ein Vieh? Eine Libelle oder was das war, ne? Aber schön, wie da hinten die Sonne so untergeht, ne? Nett. Mein, von hier drüben, ne? Dass da was kommt, könnte ja sein. Wisst ihr? Oder von hier. Warte mal, ich höre was. Für was? Oder bin ich das, der so knarzt? Nee, das bin ich. Ich hätte schwören können, ich höre was. Aber es war nur ich. Aber jetzt ist eigentlich die ideale Zeit. Wisst ihr? Und der ideale Platz, weil wir sind genau am Waldrand. Die Sonne geht unter. Genau hier halten die sich nämlich auf. Wisst ihr? Jetzt haben wir.
Wer wackelt denn an meinem... Wer wackelt denn an meinem... an meinem Hochstand rum? Könnte ich ewig... Könnte ich echt... Könnte ich mich einfach hinsetzen, ne? Könnte mich zurücklehnen und könnte Gott und die Welt vergessen. Also, mit Gott und der Welt eins sein, so rum. Ja, die einzige Chance wäre von hier, ne? Wenn da mal so eine Herde käme, wenn man sich eine aussucht. Wäre ganz gut, wenn man... Wir haben ja bis jetzt nur einen Präriehasen, ne? Also mehr haben wir ja nicht geschafft. In der letzten Folge haben wir gar nichts geschafft, ne? Richtig? Ja, ich bin auch ein bisschen laut. Aber schön so die Wildnis, ne? Also so, ich mag so einfach in der Natur zu sein und einfach den Geräuschen zu lauschen. Wahrscheinlich kommen sie von hinten an. Komm, ich möchte noch mal schauen, wie das mit dem Atem anhalten ist. Denn bisher haben wir irgendwie da immer versorgt. Also wenn ich jetzt drauf... Aber wenn ich jetzt... Ja, ist schon. Doch, das geht schon. Es geht schon hin und her. Man muss halt in die Nähe, ne? Zum Beispiel jetzt, wenn wir hier... Wartet mal. Nehmen wir zum Beispiel... Oder sich den Baum da drüben, ne? So. Und schon mal in die Nähe gehen. Und dann Atem anhalten. Und dann... Schuss. Ah, das ist knapp. Das ist knapp, ne? Es ist und bleibt knapp. Also, hier zum Baum. Atem anhalten. Ja, doch. Jetzt hält er nicht mehr ganz so. Wahrscheinlich ist der Puls hoch, ne? Jetzt hat er nicht mehr so lang angehalten. Kann er nicht mehr. Nicht so der Taucher hier, ne? Also hier die Stelle könnt ihr vergessen. Also, da war noch nicht mal der Ansatz eines Tieres. Und es wird jetzt einfach zu dunkel. Ich würde sagen, wir gehen rauf in die Lodge. Das bringt hier nicht mehr viel. Ich sehe ja nichts. Ich meine, bringt ja nichts, wenn ich die Tiere hier anleuchte, oder? Nicht wirklich. Ne? Nicht wirklich. So, schauen wir kurz auf die Map. Und wir müssen wieder hier rauf, ne? Ja, da ruhen wir uns dann... Ach, jetzt kommen sie, oder was? Na, jetzt, wir sehen, brauchen wir Nachtsichtgerät. Wir gehen rauf in die Lodge, ruhen uns aus, bis zum Morgengrauen, ne? Und schau mal, dass wir morgen vielleicht auf die Birsch gehen, ne? Das wäre eine Idee. Komm mal hier rauf. Ach, du grüne Neune. Ist hier kein Bär. Haben wir es gekonnt, ne? Wir sollten vielleicht immer ein bisschen die Tür zumachen oder so. Hallo? Ist hier ein Bär? Weiß
ist er nicht. So, zu. Und dann ruhen wir uns aus. Ja. Ich glaube, ist das Gescheiteste. Endet um 5 Uhr. Aha. Ja, dann würde ich gern bis um 5 Uhr schlafen. Was, das kostet mich was? 250 die Nacht. Wow. 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 Oh, trinken wir erstmal einen Schluck, ne? Aber die Lodge ist nicht schlecht, finde ich. Ist eigentlich ganz schön. Bisschen dunkel. Ich meine, das Ding spendet echt nicht so viel Licht, wie wir es gern hätten. Oh, ist ja noch. Ist noch recht dunkel, ne? Na, es wird. Es wird. Es wird. So, wir schauen mal, was wir auf der Map noch entdecken könnten. So, da unten, das ist. Also, das war. Das war jetzt nicht so der Bringer, ne? Moment mal, was haben wir denn eigentlich hier? Ah. Was haben wir hier? Ich würde sagen, wir gehen. Was ist das hier? Achso. Wir gehen mal hier rüber. Das heißt. Ja. Das heißt, wir machen hier die Schotten dicht. Schließen ab. Brauchen noch ein bisschen Licht. Nein, wir könnten jetzt noch mal auf. Aber nee. Nee. Sehe ich. Vielleicht gibt es einen besseren Standort. Aber der Standort ist jetzt. Nicht ideal, als regnet es auch noch. Danke. Vielen herzlichen Dank. Okay, den gehen wir nach. Diesen Brummschrei kann man tatsächlich mal nachgehen. Bin mir noch nicht sicher, wo der Wind herkommt. Der kommt. Warte, wir müssen hier ein bisschen so rüber. Damit wir zumindest. Vor allen Dingen. Jawohl! Wenn es so regnet, vielleicht hört man uns dann schlechter. Ich meine, wir hören natürlich aber auch schlechter. Das ist eine Win-Win-Situation für das Tier, ne? Es regnet ganz schön, muss ich sagen. Also wenn, hier drüben, ne? Wenn überhaupt irgendwo was ist. Vielleicht am See unten. Schwierig zu sagen, wo der Wind herkommt. Ich würde sagen, aus der Richtung hier. Aber ich. Da war noch keine Spur oder sonst was, ne? Von. Ich glaube,
Das war's vielleicht. Wir gehen mal zum See runter. Vielleicht trinken die ja was. Und die Uhrzeit, ne? Ansonsten schauen wir uns mal diese Notiz an. Das würde mich mal interessieren. Was ist denn eigentlich unser nächstes... Ach so, ja, zu Hopes Lager müssen wir. Richtig. So, schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Angeln. Kann man eigentlich auch angeln? Nee, da ist nichts, ne? Können wir im See eigentlich auch ertrinken? So, wir schauen nochmal auf die Map. So. Oh, da sind wir weit. Oh Gott, oh Gott. Da sind wir weit vom Kurs abgekommen. Wir müssen uns weit links halten, ne? Aber hier ist eine Spur. Traben von einem Elch. Aber wenn der trabt, ne? Wenn der trabt, haben wir eigentlich keine Chance, oder? Vor allem bei dem Regen haben wir sowieso keine Chance. Wir haben kaum eine Chance, wenn schönes Wetter ist. Geschweige denn, wenn es regnet. Nein, er kann zufällig drauf auf das Treffen, oder? Die Wahrscheinlichkeit geht doch gegen Null, ne? Ich würde heute trotzdem noch gern die Notiz und würde ich mir noch anschauen. Wisst ihr? So, wir müssen noch einen ganzen Schwung nach links. Tatsächlich noch einen ganzen Schwung nach links. Ab und zu mal in die Einöde reinhören. Nicht, dass wir auf den Wolf, Kojoten oder noch schlimmer Bär treffen. Achso, hier oben ist schon unsere Hütte. Das sind wahrscheinlich so laut.
Ich nehme an, wir sind so laut, uns hört man schon selbst im Regen 5 Meilen gegen Wind. Oh, wir müssen weit nach links. Und jetzt wieder komplett. Oh, da drüben ist doch die Hütte, oder? Okay, ich gehe nach links. Das ist richtig jetzt. Ja. Naja, wir müssen ja auch an der Hütte vorbei, bitte. Wir müssen hier tatsächlich auch wieder an der Hütte vorbei. Ja, das war... Na naja, gut. Wie gesagt, heute will ich auf alle Fälle... Nee, mit einem Schwarzbären lege ich mich auf keinen Fall an. Gehen wir den Weg wieder entlang erstmal.